Willkommen zur heutigen News for You-Ausgabe. Top Film News. Ghostbusters 3. Die überraschende Ankündigung von Ghostbusters 3 als Sequel zu den Filmen aus den 80er Jahren entzückt derzeit viele, viele Fans. Unklar war aber, ob die originalen Geisterjäger mit dabei sein werden. Während eines Interviews gab Schauspieler Ernie Hudson bekannt, dass das Originalteam im Film auftaucht, inklusive Dan Aykroyd und Bill Murray. In welchem Umfang, das ist noch nicht klar. Was den 2014 verstorbenen Harold Ramis angeht, meinte Hudson, dass Ramis im Geiste mit dabei sein wird. Sein Geist ist hier. Aber Evan Reitman und alle anderen sind mit dabei, erzählte Ernie Hudson. Ob dies nun ein dezenter Hinweis darauf ist, dass wir Dr. Egan Spengler vielleicht als Geist im Film zu sehen bekommen, darüber kann spekuliert werden. Die Dreharbeiten zum Film beginnen in diesem Sommer. 2020 soll der Film dann in die Kinos erscheinen. Kurznews: Bad Boys 3. Endlich! Das seit Jahren geplante Sequel zur Kultfilmreihe mit Will Smith und Martin Lawrence geht in den Dreh. Kinostart ist für Anfang 2020 geplant. Final Destination: Die beliebte Horrorfilmreihe Final Destination geht weiter. Unklar, ob als Sequel oder Reboot. Die passenden Drehbuchautoren sind bereits gefunden. Top Gaming News: Cyberpunk 2077. Schon 2012 deutete das Witcher-Entwicklungsstudio CD Projekt sein neues großes Spiel Cyberpunk 2077 an. 2013 folgte der erste Teaser zum Rollenspiel. Jetzt verrät Lead-Animator Marcei Pietras in einem Interview mit Juxactu, dass die eigentliche Entwicklung des Spiels erst deutlich später begann. Nämlich erst nach dem Release von The Witcher 3 Hearts of Stone, also Ende 2015. Allerdings merkten die Kollegen von IGN an, dass es durchaus Verwirrungen in den Aussagen von Pietras gab. Im Interview sprach er zwar konkret von Nachrelease von Hearts of Stone als Startpunkt, benennt als Startpunkt der Entwicklung aber das Jahr 2014. Wer fix googelt, merkt schnell, Hearts of Stone erschien im Oktober 2015. Zudem erhielt der E3-Trailer zu Cyberpunk 2077 eine versteckte Botschaft, die besagte, als wir mit der Arbeit an Blood and Wine fertig waren, konnte die Pre-Production von Cyberpunk 2077 mit voller Geschwindigkeit losgehen. Nun erschien Blood and Wine aber erst im Mai 2016. Die Wahrheit liegt wohl irgendwo zwischen all diesen Daten. Kurz News: The Division 2. Die Entwickler von The Division 2 haben auf die Fans gehört. Direkt zum Release gibt es mit Skirmish und Domination gleich zwei PvP-Modi. Und Nachschub ist auch bereits geplant. Assassin's Creed Odyssey. Ubisoft entschuldigt sich für kontroverse Story-Entscheidungen im DLC. Der DLC Das Vermächtnis der ersten Klinge sorgte für Furore bei einigen Fans. Ubisoft sieht das Problem, erklärt die Ursache und sagt sorry. Top Technik News: AMD CEO Lisa Su ist zwar mit Nvidias CEO Jensen Huang verwandt, doch auf dessen Angriffe auf AMD wollte Su bei einem Gespräch nach der Consumer Electronics Show 2019 nicht eingehen. Es sei nicht ihr Stil, Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Aber was ich sagen kann, ist, dass Raytracing eine wichtige Technologie ist. Es ist eine der wichtigsten Technologien, es gibt sehr viele wichtige Technologien und Sie werden mehr darüber hören, was wir mit Raytracing vorhaben. Die Probleme mit manchen FreeSync-Displays, die Nvidia festgestellt haben will, kann Lisa Su allerdings nicht bestätigen und stelle die Frage, welche Probleme das sein sollten. Es gäbe inzwischen mehr als 550 Monitore und Fernseher mit verschiedenen Preisstufen, vom Einsteiger bis zum Super-Duper-Premium- und Gaming-Monitore. AMD zertifiziere und stelle so sicher, dass FreeSync funktioniert und man das Erlebnis erhalte, für das man bezahle. Kurz News: Thema Breitband. Weil es bei Kupferleitungen in Kombination mit Vectoring und Glasfaser zu Frequenzüberschneidungen kommen kann, darf die Telekom in bestimmten Fällen die Drosselung von Glasfaseranschlüssen der Konkurrenz verlangen. Windows 7 wird nach dem 14. Januar 2020 keine Updates mehr erhalten, selbst wenn dann noch gefährliche Sicherheitslücken gefunden werden. Das war die heutige News for You-Ausgabe. Euch ein tolles Wochenende, habt eine tolle neue Woche dann. Wir sehen uns nächsten Samstag wieder, bis dahin bin ich raus. Macht's gut, ciao, ciao, euer Ed von edgaming.tv.